Herzlich willkommen zurück zu unserem, ich will es ja nicht Let's Build nennen, aber in unserem Wir bauen uns unseren neuen Bahnhof, wie wir es nennen, müssen wir uns echt noch überlegen. Und dabei sind wieder der Lukas, der Tobi, der Six und hier der Spence als Gast, der ist einfach hier reingeschneit und hilft ein bisschen mit. Wie ihr seht, wir haben mittlerweile vergessen, die Musik einzuschalten. Ich mache mal hier Jamtrix, Main Theme. Cool, das ist von irgendeinem Computerspiel. Wir haben mittlerweile hier so die Basisplatte, möchte ich mal sagen, jetzt schon mal hier rausgehoben. Das hat gedauert, also zwischen den Videos waren jetzt, mal eben auf die Uhr gucken, ungefähr 40 Minuten. So mal so als Einschätzung, wieso funktioniert die Musik nicht? Sehr komisch. Wir müssen uns übrigens echt mal, was ich gerade sehe hier, guck mal. Wir müssen uns echt mal überlegen, wie wir hier, was wir hier mit den Steilhängen machen. Wollen wir die Mauern da dran längst hochziehen oder wie wollen wir das machen? Ja, würde ich machen. So, und dann haben wir festgestellt... Gleich reinbauen im Bahnhof. Dann haben wir festgestellt, wir müssen... Lukas, hast du das Holz organisiert? Ja, liegt oben in der Kiste, direkt neben dem Crafting Table, die Doppelkiste. Weil dann könnten wir schon mal anfangen, hier Holz reinzulegen. Da wollten wir das normale nehmen, ne? Gott, wie komme ich jetzt da hoch? Machen wir eben einen kleinen Rundflug hier. Also das ist unsere Baustelle. Hier nochmal zum Vergleich. Das war ja unser altes Center hier, der Bahnhof mit den Geschäften drin. Und das kommt alles hier nochmal komplett neu hin. Und ihr könnt uns dabei zugucken. Und so groß wird das hier, habe ich etwas markiert mit Lukas hat sich rosafarbene Wolle gewünscht. Will es aber jetzt nicht zugeben. Ja. Und dass es keine grüne werden sollte, da haben wir gerade noch lange genug drüber diskutiert. Ach ja, die Grünen. Ach, willst du gerade Ordnung hier reinbringen oder was? Ja. Dann sag mir mal, wo die Holzkiste ist. Ah. Bei Holz. Was sind das? Oakwood oder was sind das? Ja, Eichen. Also, das da. Ganz rechts unten. Das ist. That what you need. Ah, dann machen wir mal Bretter raus und dann. Huch! So hänge ich nicht fest. Und dann können wir eigentlich schon loslegen. Nämlich die Bodenplatte reinmachen. Und dafür müssen wir nochmal eins tiefer ausheben, oder? Ja. Ich frage mich ja, warum wir das nicht sofort gemacht haben. Fürs Projekt. Nö, wie soll man den Videos nennen? Let's Build ist ja scheiße, weil. Ja, let's bauen. Nix Let's. Gibt's nicht bei mir. Let's bauen mal was. Let's bau. Dann lasst uns bauen. Lasst uns froh und munter den neuen Bahnhof bauen. Na, der ich Lukas, der hat es ja nichts vom Nikolaus gekriegt. Abreißen? Oh, ich hab genug vom Nikolaus gekriegt. Er hat was vom, wie heißt der Krampus bekommen? Knecht Ruprecht heißt der bei uns. Lukas, noch eins tiefer? Ja wegen na, der Boden. Knecht Ruprecht, der kommt nimmer, der hat Angst vor mir. Gibt's ja nicht auch Witze bestimmt, da gibt's auch bestimmt Witze von Chuck Norris, oder? Zu Knecht Ruprecht. Bestimmt. Jetzt haben wir keine Schaufel. Wo ist der Schaufelmann? Knecht hier. Ruprecht steckt nicht Chuck Norris in den Sack. Der Sack steckt Chuck Norris. Er tut was für sein Geld. Irgendwie ist hier eins zu weit. Wieso ist denn hier eins weiter weg? Hm. Ja, uns ist dann, wenn ihr unser altes Lager kennt, haben wir uns auch so überlegt, wir werden auf jeden Fall die Etagen etwas höher machen. Weil wir hatten immer so das Problem, wenn wir da Technik reinbauen, dann wird es immer eng. Man stürzt sich, also der Six hat sich da in den Kopf gestoßen, weil er so fürchterlich ungeschickt ist und sowas alles. Und ja, es sieht auch besser aus. Also ich hatte damals beim alten Lager ja überlegt, wir machen das nicht so hoch, die Etagen, damit man nicht kilometerweit die Treppen hochrennen muss. Aber vielleicht können wir es ja auch so machen, dass wir, sagen wir mal, oder vielleicht ist es ja auch so, wenn wir es größer machen, also grundsätzlich größer, dass dann die Treppen gar nicht so ins Gewicht fallen, wenn ihr wisst, was ich meine. Ne? Dass man halt einfach, weil das ganze Gebäude viel einladender wirkt und größer ist und so, das ist vielleicht deshalb, ja. Wisst ihr, was ich meine? Rede ich eigentlich dummes Zeug, oder? Uff, Zimmer geworden. Gut, und
Der Lukas erzählt euch jetzt mal weiter, was wir noch so vorhaben. Ja, und dann werden wir halt hier drauf noch mehrere Etagen setzen, wie schon erwähnt, von wegen Community-Bereich, Portal-Bereich, wo die Spieler ihre eigenen Läden machen können, kommt auch noch was hin, und halt die Spielergleise und eben das Lager. Und in die Tiefe werden wir auch noch einiges graben müssen. Und dass wir die Technik komplett in Bedrock einmanteln, haben wir auch beschlossen. Weil wir sind kein Anschauungsserver, bei uns kommt man nicht drauf, um 3 Tage da zu sein, die Bahnhofstechnik abzuschauen und wieder weg zu sein. Und das manteln wir jetzt einfach in Bedrock rein, dass da keiner außer uns Mods mehr reinkommt. Aua. Jo. Ich glaube, die beste Idee, die wir zu machen. Und das Benz darf uns den Bedrock farmen. Hat sich da freiwillig dazu erklärt. Was ist? Ja, nicht Obsidian. Richtigen Bedrock. Ah, es wird schon dunkel. Ja, ich muss hier meinen Shop dann wieder neu gestalten, oder wie? Ja. Aber die Shops werden mein ja auch größer dann, das ist ja auch nicht schlecht. Mein schönen Obsidian-Shop. Hallo Krake! Hallo Tintenfisch! Was mich daran erinnert, wie ein Freund von mir. Also, wie ist das bei euch? Ich mag ja grundsätzlich so ziemlich jede Pizza, außer Pizzen mit Sachen drauf aus der Tiefsee, ja? Also, mir gefällt Margarita. Frutti di Mare wäre so das Beispiel. Eklig. Und, Igitt. Ja, und hier Käse mit dem blauen Schimmel. Und, nee, ohne blauen Schimmel, Margarita. Jener Freund von mir weiß also, dass ich also Tiefseefische nicht mag. Also ich fresse halt so Fischstäbchen und so. Und wenn ich hier selber Forellen fische bei uns im Bach. Aber so Tiefsee und so mag ich nicht. Und ja, und er machte sich einmal Spaß darauf, so diese Frutti di Mare Pizza zu bestellen. Und da ist ja alles drauf, ne? Und mich widert das auch so ein bisschen an. Und er hat sich dann Spaß daraus gemacht, dann die Tentakel von den Tintenfischen dann so ganz genüsslich. Ah, ekelhaft. In China oder was es ist, da essen es ja die Teile lebend noch rum. Ja, du suchst jetzt zumindest zappen. Aus, ne? Irgendwie. Nee, das stimmt schon. Die, das erinnert mich an einen haften Malum. Dann noch an der Schüssel oder was weiß ich und dann musst du die in den Mund bekommen und... Ja. Das ist also bestimmt angenehm, wenn sich die dann im Hals festsaugen. Mhm. Ja, du kaust ja. Also Six, ein normaler Mensch, der kaut, wenn er isst. Der schlingt nicht. Six ist ein Staubsauger. Ich atme das Essen ein. Die Grundnahrung in Bayern ist ja auch Bier. Das muss man nicht kaufen. Hier wachsen nicht. Ich kann nicht mitreden, ich finde Alkohol trinken doof. Aber das hatten wir schon öfters gesehen. Heute zum Beispiel war es sehr angenehm. Ich mach mit. Werner Whisky. Was Alkohol trinken doof finden? Nee, das ist doch nicht Alkohol doof finden. Warum? Hast du eine Herausforderung? Ja, nee, saufen kann jeder, nicht Whisky. Saufen kann nicht jeder. Achso, wir wollten hier. Genau. Wollen nur wir das. Das ist ja jetzt. Stopp, aus. Das ist ja jetzt 62 breit hier. Wollen wir das jetzt wirklich 62 machen? Oder. Ja, ne? Wir können ja dann immer noch erweitern. Gucken wir mal. Nee, ich meine, weil es die ungerade Zahl ist. Ah, egal. Achso. Also keine glatte 60, sondern. Ja, gucken wir mal. Übrigens, der Lukas ist nicht Darth Vader. Jedenfalls nur tote Fische schwimmen. Mit dem Strom. Da hörst du es. Höret. Hier ist die Musik ausgegangen, flotter Schreck. Aber wenn ich jetzt hier. Ah! Ich muss zum Trackwechsel immer eins weiter. Die Shift-Taste loslassen. Ich habe mir die VLC-Steuerung auf die Bewegungstasten gelegt und wenn ich die Shift-Taste drücke, passiert nichts. Egal. Verstehe. War jetzt nicht so spannend, die Geschichte, glaube ich. Ja, also das wird riesig, ne? Das täuscht, glaube ich, unheimlich, wenn man das erst sieht so und denkt sich,
Und ich hoffe, wenn man dann merkt, wie viel man buddeln muss. Vor allen Dingen, ich hoffe, wir kommen nicht mit Sachen, die ich hier unter meinem Haus gebaut habe, in Berührung. Wenn wir jetzt nach unten noch buddeln, ich habe ja auch so ein paar Sachen da unter der Erde versteckt, die nicht jeder sehen soll. Lukas, oder machst du das jetzt wieder weg? Lava-Eimer. Ja, wir werden hier eh wieder ausheben müssen und bevor hier Gras drüber wächst und es langsamer zum Abbauen geht, mache ich lieber gleich weg. Eisen. Ich verstehe die Logik nicht. Also, schau mal. Wenn du Erde mit Gras drauf abbaust, geht es viel langsamer, wie wenn du nur Erde abbaust. Und bevor das Gras hier drüber wächst, baue ich das lieber gleich ab. Weil wir müssen es ja eh hier ausheben. Wer baut denn hier schon Holz an? House of Marionettes heißt übrigens dieser Soundtrack. So, was geht jetzt hier? Ja, ist egal. Ja, ich baue Holz. Oder was war die Frage? Ja, genau. Ich habe mich schon gewundert, ich habe doch erst da gerade was gegraben und plötzlich steht da Holz. Ja, hier wird nicht lange gefackelt. Also nicht wie auf der Arbeit. Was machst du nochmal? Nee, Logistik. Ja, die Leute, die unser Let's Play geschaut haben, die wissen ja, was ich zum Thema Logistik schon erzählt habe. Nee, ich bin nicht direkt dafür zuständig. Ich bin bei einer Firma und für Computersachen und ich bin im Bereich Verpackung. Also ich verpacke liebe Kinder, ihr habt jetzt zum ersten Mal hier im Let's Play einen Fachhandelspacker. Ja? Also. Stimmt nicht, Logistiker. Ich bin gelernter Logistiker, ja? Ja. Verlagerlogistik. Mhm. So wollen wir es ja wohl noch feiern. Ja. Mhm. Ich habe da 2 Jahre auf nur Arbeitslosengeld 1 gelebt. Für meine Umschulung. Da gibt's auch bestimmt coole Geschichten zu, aber die erzählen wir mal da mal. Ich glaube, es dauert länger. Ja. Da könnten wir sie auch wieder politisch drüber aufregen, das mache ich ja sowieso gerne, also lassen wir das lieber, bevor die Leute langweilig wird. Wir erzählen lieber nochmal ein bisschen hier. Du wolltest was? Danke. Was? Ja, du wolltest was erzählen gerade. Lukas, das klingt sehr interessant, was du da tust. Du musst dir mal morgen oder wann auch immer die Videos hochladen, das mal anhören, das ist echt gigantisch. Nee, ich weiß nicht, was können wir noch erzählen hier, weil wir haben noch 2 Minuten, in denen wir noch wichtige Informationen zu unserem Bauprojekt loswerden können, Six. Ha, überrumpelt. Ja, ja, wenn ich hier unter Wasser gerade mit Erde auffülle. Kannst nicht sprechen unter Wasser, ne? Hm. Schlecht, ja. Das ist was wie Vollmund, hört sich genauso lustig an. Was mir ja meine Französischlehrerin, an die ich mich nicht gerne erinnere, erinnert, die den Scherz brachte, als wir neue Fenster bekamen in der Schule und dann so fragte, sind die schallisoliert? Und wir das mit Ja beantworteten. Sie meinte, na, dann machen wir es mal besser zu, es ist ja ziemlich laut hier. Dann zum Fenster ging, das Fenster schloss und anschließend nur noch den Mund bewegte, aber nichts sagte. Naja, sehr lustig, die Frau. Von wegen schallisoliert, ne? Verstehst du? Ja. Es gibt keinen schallisolierten Fenster, isolierte Scheiben. Ja! Ja, Lehrerhumor ist schon schlimm. Ach, wir hatten ja geile Lehrer. Von dem Echo-Lehrer habe ich schon erzählt. Das war einfach die geilste Sauber-NTV. Ja, Tobi hat keine Lust mehr. Okay. Der verschwendet. Na, lässt uns alleine weiterbauen hier. Ja, ich sterbe. Das auch noch als Mod. Irgendwie habe ich hier keinen Plan, wie ich das. Das ist aber auch groß. Aber es erinnert mich an meinen ersten Bahnhofslageranbau. Da habe ich mir auch ein bisschen viel vorgenommen. Und dann anschließend haben wir 2 Tage später die neue Welt gemacht. Das war dann auch sehr prickelnd. Achso, Gala, ich möchte noch was loswerden. Zu Let's Play. Fehlt noch was. Ein Video. Was? Wo er genau direkt hier auf die Welt kommt, fehlt das Video. Warum fehlt es? Zum Anschauen. Man sieht das einen Tag vorher und dann eben danach, wo er nur am Bauen seid, aber wieder dieser Übergang fehlt. Hm.
Ja, ich hatte ja gezeigt, wir machen eine neue Welt und so, aber ich glaube, das habe ich gar nicht gedreht dann, das, als wir alle eingezogen sind. Wie dem auch sei. Ach so, ich dachte, da gab es eins. Wie dem auch sei, bei diesem Großprojekt seid ihr dabei und ich mache jetzt mal wieder hier den Rundflug, denn das Video ist schon wieder vorbei. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns Kommentare hinterlasst und auch mal sagt hier, wie ihr das findet, was wir hier bauen, dass ihr dabei zuschauen könnt und dass wir es zu mehreren machen und dass die Leute fürchterliche Mikrofone haben und immer dazwischen quatschen, wenn der Papa spricht. Das schreibt bitte in die Kommentare, ja, wir würden uns drüber freuen. Und wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann gebt uns ein Abo. Denkt dran, dass ihr beim Abonnieren in diesem Pop-up dann oder in dem Optionsmenü angebt, bitte benachrichtigt mich, wenn der Gala neue Videos hochladet, weil ansonsten seht ihr dank des neuen YouTube-Algorithmus meine Uploads nicht. Ja, das war's. Wir sagen auf Wiedersehen, wünschen euch noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, wann auch immer uns guckt und danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ciao. Unser Minecraft-Server läuft auf den superschnellen Servern von GameX.net. Power für echte Gamer.